Was sagt die Mutter von Niki Lauda? Mama Lauda. Nee, die sagt, mein Sohn ist tot. Guten Morgen. Was lachst du? Na, das ist ja so ganz unangenehm. Wir sind jetzt hier gerade in freier Wildbahn. Das bin ich nicht gewohnt. Ich sitze doch sonst nur vorm PC oder im Studio. Und jetzt haben wir nur ein Mikrofon und müssen das hier... Ich kriege ja die ganze Zeit von dir so eine Eichel ins Gesicht gehalten. Das ist sehr unangenehm. Für mich ist es sehr angenehm. Warum sind wir denn hier unterwegs? Und wer sind wir denn überhaupt, Tino? Wir sind Brennpunkt Internet mit Robin Ostarafu. Und Tino Ranacher. Wir sind in Weimar sehr große Persönlichkeiten. Mindestens so wie Goethe und Schiller, die wir gerade vor uns haben. Die werden ersetzt durch uns irgendwann in 100 Jahren. Und wir sind heute hier unterwegs, weil ich nämlich beruflich in Frankfurt sein werde zum regulären Aufnahmetag. Darum machen wir heute eine Straßenumfrage am Dienstag, den 38.05. So ist es, genau. Ja, wundervoll. Wir sind Brennpunkt Internet, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Zuhörer diverses. Genau. Auch andere, ja. Ja, und wir gehen jetzt einfach mal hier ein bisschen rum. Wir haben natürlich auch so reichhaltig Themen, auch wenn erst der Dienstag ist. Ja. Und das bis zum Sonntag vielleicht noch ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Wir frischen eure Erinnerungen wieder auf. Aber wir haben ja auch völlig neutrale Meinungen hier vor Ort. Wir fragen nämlich mal die Leute, wen sie so heute wählen oder gewählt haben. Denn es ist ja heute der Sonntag. Heute Sonntag, der 26. Mai. Genau. Und da würde ich sagen, wir gehen einfach mal los und gucken, was passiert. So ist es, aber eine kurze Einmeldung, und zwar Niki Lauda ist gestorben. Oh, das ist ganz passend. Hier haben wir nämlich eine junge Zielgruppe vor uns, die wissen bestimmt, wie das Lied geht. Was sagt die Mutter von Niki Lauda? Mama Lauda. Nee, die sagt, mein Sohn ist tot. Niki Lauda ist gestorben, eure Meinung? Ich kenne die nicht, oder der. Kennst du nicht? Wer kennt Niki Lauda? Wie fandest du ihn? Ich fand cool. Ja. Hast du gerade Kohl gesagt? Verkohlt? Ja. Wer war er denn? Ein Rennfahrer von Formel 1. So ist es, genau wie ich. Er ist gestorben, tut mir leid, das sagen zu müssen. Aber darum geht es heute ja gar nicht. Wir sind unterwegs und gucken so ein bisschen, was die Europawahl angeht und was die Leute auf der Straße sagen. Ist ja alles anonym. Ihr seht jetzt mir noch nicht aus, als dürftet ihr schon wählen. Aber meine Frage wäre, würdet ihr denn wollen, wenn ihr könntet? Ja. Ja? Und wen? Die Grünen. Warum die Grünen? Weil die meiner Meinung nach das Gescheiteste vorhaben. Zum Beispiel? Keine Ahnung, was ich jetzt sagen soll. Bruder muss los? Ja, genau. Nee, die sind halt... Sie sind sehr grün. Ich bin genau. So orientiert wegen Umwelt und so. Was bist du? Ja, ich bin Landwirt. Landwirt? Ja. Und halt... Gut, die Grünen, die haben auch schon ein paar dumme Ideen, ganz ehrlich. Zum Beispiel? Ach, letztens wollten sie da irgendwas machen. Das fand ich auch nicht gut. Ja, genau. Und ihr so? Ja, also es ist ja hier kein Quiz. Ne? Nein. A, B oder C oder AfD? AfD nicht. Warum nicht? Weil die dumm sind. Warum? Ja, keine Ahnung, wegen Ausländern und so. So ist es. Danke, Merkel. Die ganzen Ausländer in der AfD haben die AfD dumm gemacht. Nein, wir verstehen natürlich euren Punkt. Ich finde es gut, dass der Landwirt macht sich Sorgen, was mit dem Land wird. Lol. Seid ihr denn mal auf einer Fridays for Future Demo gewesen? Ja, einmal. Wie war's? Ja, laut. Was wollen die denn? Fragen Sie bitte jemand anderen. Kohleausstieg bis 2000, bis wann wollen die? Vielleicht bis 2030 wollen die einen Kohleausstieg. Ja. Komplett. Aus, oder? Und die wollen komplett auf erneuerbare Energie umsteigen. Solar, Wasser und Wind. Ich fühle mich gerade wie ich vor 2 Wochen, wo ich auf der Demo war, aber ich bin auf der anderen Seite heute. Wenn ich Sie mal fragen darf, was sagen Sie eigentlich zum Tempolimit? Zum Tempolimit? Ich bin gegen ein Speedlimit. Was ist das? Achso. Das ist eine E-Frage über ganze Politik und so. Politik? Bist du ein politikinteressierter Mensch? Nicht wirklich, aber ich bin jetzt 16, darf Kommunalwahlen wählen, deswegen interessiere ich mich da auch schon und gucke halt mal, was halt so die Meinung der verschiedenen Parteien sind. Wen wirst du wählen? Wahrscheinlich die Grünen. Warum? Weil ich, mein Vater und meine Eltern, die sind auch so halt, denken halt für die Zukunft und mit Natur nah, sag ich mal, und das, wenn es so weitergeht, kann ich mir das auch nicht wirklich schön vorstellen in ein paar Jahren, wenn es mit Autoindustrie und Flugzeugindustrie so umweltmäßig nicht gut ist.
Kurze Zwischenfrage, ihr erscheint mir wie die Zielgruppe. Habt ihr von dem Video von Rezo gehört, Zerstörung der CDU? Ja. Ich habe es nicht angeguckt, aber habe ich vor. Nice. Das ist nämlich, wir machen ja hier auch gerade einen Wochenrückblick für die Leute. Das war diese Woche ein großes Ding, das ist relativ viral gegangen. Und du hast es schon gesehen, hast du gerade gesagt? Nee, du hast nur davon gehört. Okay, also gesehen hat es von euch noch keiner. Naja, dann würde ich sagen, Tino, wir gehen ein bisschen weiter, die können uns nichts mehr bieten hier. Ja, nee, sorry, also da müssen wir auf jeden Fall mal drüber sprechen. Am besten mit Leuten, die es vielleicht auch gesehen haben. Aber danke für eure Meinung auf jeden Fall schon mal. Super sweet. Hier, Tino. Bis bald. Oh, vielen Dank. Eine Eichel. Schönen Tag. Sie riecht sehr gut. Sind die hier schon 18? Hast du das Video komplett gesehen? Oder? Ich habe es gesehen, ja. Eine schöne Zerstörung. Einen wunderschönen guten Tag. Ihr seht ein bisschen aus wie Zielgruppe von Rezo. Habt ihr zufällig sein Video gesehen, die Zerstörung der CDU? Nee, sorry. Alle gar nicht. Okay, seid ihr theoretisch schon wahlberechtigt? Nein. Würdet ihr, wie alt seid ihr ungefähr? So 16, 17? Würdet ihr gerne Wahlrecht ab 16 haben? Ja, schon, ja. Und wen würdet ihr wählen? Die Grünen. Ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Okay. Ja, keine Ahnung. Aber die Grünen sind bei den jungen Leuten tatsächlich sehr beliebt. Das ist eine sehr investigative Umfrage. 8 von 10 Leuten. Aber ihr dürft ja kommunal wählen. Kommt ihr aus Thüringen? Nein, aus Berlin. Berlin. Schön. Schade. Da sind wir unterschiedlicher Meinung. Ich find's schön, du findest es schade. Na gut, dann schauen wir mal weiter, was der Rest der Bevölkerung so sagt. Hier, Tino. Schönen Tag euch. Meine Eichel. Ja, vielen Dank. Erneut. Danke. Ciao. Ein ganz großes Thema war ja auch der Skandal um HC Strache. Hast du diesen mitbekommen? Kannst du nicht alles durcheinander bringen. Wir müssen jetzt erst noch mal ganz kurz auf das Rezo-Ding eingehen. Rezo. Es gibt ja bestimmt Leute am Empfangsbolzen, die überhaupt keine Ahnung haben, was da passiert ist. Rezo ist ein YouTuber, der relativ groß ist. Ich glaube sogar mittlerweile einer der größten auf YouTube Deutschland von der Abonnentenzahl her. Der hat aber auf einem Zweitkanal, der Rezo ja lol ey heißt, ein Video gemacht, Zerstörung der CDU, wo er in 55 Minuten sehr viele Punkte der Vergangenheit, der Gegenwart und vielleicht auch der Zukunft auseinandernimmt, was die CDU vielleicht an Verfehlungen hat. Es beschränkt sich aber nicht auf die CDU, auch auf die SPD wird eingegangen, weil die sind ja eh gerade so ein bisschen am Liebäugeln miteinander und sich zusammen nicht an Koalitionsverträge halten. Und die AfD kriegt ihr Fett weg, aber im Grunde darüber hinaus war es das, glaube ich, von Parteien, ja. Und ist ganz interessant, kann man sich mal anschauen. Und ich glaube, der wichtigste Punkt am Ende war dann auch so, und deswegen sind wir hier auch mal auf der Straße und interviewen auch mal jüngere Leute, dass ein Großteil der Wählerschaft einfach mal sehr, sehr alt ist und dass die über eine Zukunft entscheiden, die sie nicht mehr selbst erleben. Da kannst du vielleicht auch jetzt einhaken, weil ihr habt da ja auch für die Partei, du bist ja hier nicht unparteiisch, nein, nicht ganz im Gegensatz zu mir, hast du ja da auch eine Agenda in deiner eigenen Fabrik da. Ja, natürlich. Man darf ja die ersten 18 Jahre seines Lebens nicht wählen und wir finden das sehr unfair und sagen, man sollte auch die letzten 18 Jahre seines Lebens nicht wählen dürfen, einfach weil man ja wieder abbaut im Alter und man ja auch irgendwelche senilen Aktivitäten vollzieht, wie die CDU wählen oder CSU oder inzwischen auch AfD. Hier wird auch gerade richtig krass gebaut, wie ihr hört. Professionelles Radio, liebe Leute. Wartet, hört mal hin, das ist die Baustelle in Weimar. Das ist Radio. Danke, Herr Kleine. Danke, Herr Kleine. Was sagen Sie dazu? Wann wird die Scheiße fertig? Hier, meine Eichel. Also, Entschuldigung, ganz kurze Frage. Wir haben ja Europawahl. Wissen Sie schon, wen Sie wählen wollen? Wissen wir schon. Verraten wir nicht. Wissen Sie auch gar nicht. Ist komplett anonym, wenn Sie wollen, aber Sie müssen natürlich nicht. Was sind denn Ihre wichtigen, Ihre Kompetenzen oder was Ihnen wichtig ist bei der Wahl? Also, welche Themen? Die Kinder gefördert werden, mhm. Mehr Tagesstätten, mehr also Bildung. Grün. Ja. Wir haben bisher nur die Grünen gehört. Und mein Mann auch. Wir waren auch bis jetzt nur bei sehr jungen Leuten. Ja. Aber sie gehen wählen. Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr wichtig. Wir nehmen unsere 18-jährige Tochter auch schon mit. Sehr gut, das ist sehr gut. Das ist sehr wichtig. Ich glaube, die letzte Europawahl hat in Deutschland auch nur einen Anteil von, ich glaube, 45%. Das ist relativ wenig. Also ich glaube, die wenigsten waren irgendwie Slowakei mit 12%, ganz, ganz wenig. Also ich finde gut, dass sie wählen gehen. Kann ich nochmal einfangen, wie sie diesen Apfel essen? Nee, was ist das, ein Pfirsich? Ein Pfirsich, Nektarine. Ja, professionelles Radio sind wir. Ja, Radio Lotte, Sie sind nicht von hier.
Selbst wenn sie von hier wären, hätten sie von uns noch nicht gehört. Vielen Dank erstmal, wir machen mal weiter. Eine schöne Woche. Wundervoll. Ja, so ist das. Wir haben ein Wahlgeheimnis in Deutschland. Das heißt, ihr müsst es nicht verraten, wen ihr wählt, aber ihr könnt es gerne. Ich meine, guck uns an. Wir sind doch vertrauenswürdige Menschen. Was sollten wir denn mit diesen Informationen machen? Wir erschießen ja auch nicht jeden, der jetzt irgendwie nicht die Partei wählt. Also ich zumindest nicht. Na, ich schon. Nee, also ich möchte mich wirklich so neutral wie möglich halten. Die Partei ist scheiße. Nein, ich finde, habe ich das schon im Podcast gesagt? Also dieses 45-minütige Show-Gedöns von euch da, ne? Ich sag schon euch, obwohl du da wahrscheinlich nicht so viel beteiligt warst. Fand ich sehr gut. Das weißt du gar nicht. Sonneborn Semsrott. Ich habe Sonneborn Semsrott erschaffen. Okay. Also Rezo hatten wir abgehakt, glaube ich. Ich weiß nicht, also es hat relativ große Wellen geschlagen. Mhm. Ich weiß nicht, ob sich dieses Video tatsächlich irgendwie auf die Wahl auswirkt, denn ich glaube, das gucken sich eher Leute an, die die CDU sowieso nicht wählen. Das wollte ich auch schon sagen. Ich finde es aber trotzdem wichtig, dass es solche Videos gibt und dass die junge Community endlich mal anfängt, sich zu interessieren für Politik. Das war ja in den letzten 10, 20 Jahren nicht der Fall. Den Leuten war es eher wichtig, dass der Handyvertrag läuft und dass man WLAN im Zimmer hat. Und jetzt merken die Leute, oder die jungen Leute zumindest, dass Demokratie oder dass Wahlen wirklich was verändern können und dass das jeden betreffen kann. Ich muss da reingrätschen, Tino. Du sagst, es ist wichtig, dass man WLAN im Zimmer hat. Es ist aber viel wichtiger, dass man Wähler im Wahllokal hat. So ist es. Nice. Wollen wir hier nochmal diese jungen Leute ranholen? Hallo, einen schönen guten Tag. Völlig anonyme Umfrage. Ihr seid wahrscheinlich noch nicht wahlberechtigt? Nein. Würdet ihr gerne ein Wahlrecht ab 16 haben? Wisst ihr, dass Europawahl ist? Ja. Habt ihr rein zufällig von dem Video von Rezo gehört, ein YouTube-Video Zerstörung der CDU? Ja, aber ich habe es nicht ganz angeguckt, nur am Anfang. Okay, Aufmerksamkeitsspanne hat nicht gereicht oder hat sich nicht interessiert? Zeit mehr. Ah, okay. Ja, ist auf jeden Fall eine Empfehlung an dieser Stelle. Und du hast es nicht gesehen? Okay. Hättet ihr eine Ahnung, wen ihr wählen würdet, wenn ihr denn könntet? Kein Plan. Okay. Oder wen ihr nicht wählen würdet? AfD. Ja. Okay. Also es zeichnet sich auf jeden Fall eine Tendenz ab. Da vorne ist noch eine größere Gruppe. Vielleicht gehen wir da nochmal hin. Vielen Dank. Danke auf jeden Fall schon mal. Tschüss. So, jetzt haben wir aber die jungen Leute abgedeckt. Leider nicht wortwörtlich, aber vielleicht wollen wir es mit älteren Gesellschaften auch mal gleich tun. Ja, gerne, gerne. Wir sehen hier gerade eine große Gruppe von Schülern. Da, guck doch mal, da hinten sitzen ein paar Letztwähler. Vielleicht wollen wir die mal ranholen. Eine sehr gute Idee, tatsächlich. Ich finde eigentlich, spätestens wenn man in ein Seniorenheim geht und betreut werden muss, sollte man sein Wahlrecht verlieren. Ist das bereits so, Tino? Nein, nicht immer. Also es gibt Menschen mit psychischen Erkrankungen, die dürfen nicht wählen, aber prinzipiell spielt Alter keine Rolle. Du kannst auch mit 120 noch wählen, wenn du keine Erkrankung hast. Gruselig. Hallo, hallo die Damen. Eine kurze Zwischenfrage. Hallo, wir sind für Radio Lotte unterwegs, völlig anonym und fragen zur Europawahl. Gehen Sie wählen? Ja. Sie gehen, würde? Sie sind im Urlaub und Sie gehen wählen, haben Sie gesagt. Wissen Sie wen? Sie müssen es nicht verraten, aber es ist natürlich anonym. Ich weiß. Aber Sie verraten es nicht? Nein. Verraten Sie uns, was Ihnen besonders wichtig ist in der Politik? Sie müssen es ja nicht sagen, wen Sie wählen, aber was ist das Wichtigste für Sie? Frieden. Das ist sehr schön gesagt. Wissen Sie, was wichtig für mich ist? Ich komme aus Köln, ja, und ich werde auch am Sonntag wählen, wenn ich zu Hause bin. Ja. Dass die Populisten nicht hochkommen, das wünsche ich mir. Ob bei uns, die AfD oder was auch immer, wie sie heißen. Ich bin Kriegskind, bin 32 geboren. Oho, da hätte ich nicht gedacht. Okay. Ich war mit 12 Jahren hier in Thüringen evakuiert. Und von daher möchte ich diese braune Gefahr nicht mehr haben. Okay, klare Worte von Ihrer Seite. Ja, das kann ich Ihnen sagen. Und okay, ich mache auch den Mund auf bei uns da, dass die alle wählen gehen und den richtigen wählen. Dankeschön. Wollen Sie sagen, wen Sie wählen? Bitte? Wollen Sie sagen, wen Sie wählen? SPD. SPD, alles klar. Dankeschön für die Information. Dankeschön. Ja. Schönen Abend. Tschüss. Okay, da haben wir einen Punkt für die SPD. Ich würde sagen, wir machen hier so eine richtig repräsentative Umfrage. Am Ende werten wir das aus und sagen euch, also die Grünen sind schon mit 80% jetzt im EU-Parlament, oder? Ja. Euer Radio-Wahlomat quasi heute hier. Ah, gutes Stichwort.
Was ist nämlich mit dem richtigen Wahl-O-Mat, Tino? Ja, der ist jetzt weg, ne? Die tolle Partei Volt, die eigentlich echt gar nicht so schlecht ist, wie ich finde. Ich habe auch mich ein bisschen belesen und hat jetzt erstmal nicht so schlecht geklungen, aber was ist denn das für ein Pussy-Mode? Ja, übrigens, also, wenn ich Pussy sage, rede ich von kleinen Katzen und nicht von weiblichen Geschlechtsteilen, also lasst mich in Ruhe. Ja, sie haben, ihr kennt ja den Wahl-O-Maten, ja, man kann ja seine Ergebnisse nur mit 8 Parteien gleichzeitig vergleichen und das fand Volt nicht gut, weil die meisten Leute nämlich ihre Ergebnisse nur mit den größten Parteien vergleichen und die kleinen so ein bisschen hinten rausfallen und deswegen haben sie geklagt, dass das erweitert wird, aber der Wahl-O-Mat oder die Macher dahinter, die Bundeszentrale für politische Bildung, hat gesagt, es ginge nicht technisch gesehen und deswegen wurde geklagt von Volt und jetzt eigentlich war der Plan, dass das geändert wird, aber die Bundeszentrale hat beschlossen, den Wahl-O-Maten erstmal einzustellen, bis sie eine Lösung gefunden haben, die alle zufrieden macht. Eieiei. Also ich finde, das ist ziemlich dumm. Naja, die Intention ist richtig. Ich sehe es ja genauso. Warum kann man seine Ergebnisse nur mit 8 Parteien vergleichen? Aber ja, gut, klagen kann man tun. Aber ich denke, dass die Bundeszentrale für Bildung den falschen Weg genommen hat, indem sie den einfach abschaltet. Weiß ich nicht. Also, ob das technisch so unmöglich ist, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Da müssen sie doch nur ein paar Algorithmen umstellen oder Tabellen umstellen. Aber letztendlich geht es für Volt, diese Partei, nach hinten los, weil alle jetzt glauben, dass Volt den Wahl-O-Maten verbieten wollten. Wollt ihr den totalen Krieg? Volt schon. Ja, also wir müssen ja mal davon ausgehen, dass es wirklich so ist, dass es technisch nicht umsetzbar ist. Aber... naja, ich fand es halt auch dahingehend schon gut, dass man die einzelnen Positionen zu den Punkten da von allen Parteien direkt sehen konnte. Ist schon ganz schön. Ich wollte es gestern halt in Vorbereitung nochmal machen, obwohl ich das schon getan hatte. Können ja gleich mal sagen, was da bei uns rausgekommen ist. Wir sind ja hier auch anonym. Ich habe es wieder vergessen tatsächlich. Was kam raus? Waren es die Grünen oder war das... Bei dir weiß ich es gerade nicht. Also bei mir war ganz oben wieder die Partei, die Grünen und die Linke, glaube ich. Ich meine, als wir im Livestream waren... Im Livestream haben wir ja zu dritt gemacht, das kann sein, dass da die Grünen oben waren. Bei mir auch privat, also auf Platz 1 waren die Grünen, dann glaube ich die Partei und die Linke. Aber man weiß ja, wie es ist, man kann ja niemanden mehr wählen, bei der AfD sind nur Nazis, bei den Grünen sind nur Kinderficker. Hört man ja links und rechts nichts anderes. Also, es wird schwierig. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Leute von außen, die uns sagen, was wir wählen sollen. Ich denke auch, wir brauchen mehr Meinungen. Die Dame vielleicht auf der rechten Seite. Hallo, Entschuldigung. Wir sind von Radio Lotte und machen eine anonyme Umfrage zum Thema Europawahl. Wirst du wählen gehen? Weiß ich noch nicht. Wovon ist das abhängig? Vom Kater? Nein. Bin auf Wanderschaft und dann muss man sich ziemlich überlegen, wie man sich das organisiert. Ja. Tatsächlich, ne? Was sind denn da die Hürden für euch? Ja, man muss sich halt überlegen, wo man sich das Zeug hinschicken lässt und wann man wo, wie irgendwie da ist. Mhm. Ihr dürft ja 50 Kilometer eurer Heimat nicht nähern, ne? Genau. Das heißt, auch Briefwahl wird schwierig, weil du ja keinen Wohnsitz hast aktuell. Oder keinen praktischen. Ja doch, weil sonst klappt das mit der Bürokratie immer nicht so richtig. Nur, dass man da halt nicht hin darf, geht schon. Aber man muss sich halt drum kümmern und es geht nicht so easy peasy halt ins nächste Wahllokal stapfen. Und wen würdest du wählen? Musst du nicht verraten, aber... Ist anonym. Verrate ich nicht. Ja. Was ist dir denn wichtig? Was für Themen sind dir in der Politik wichtig? Schwierig. Weil das ist halt nur meine Meinung und wir treten meistens halt komplett als Gesellen auf und das ist immer ganz schön schwierig, dass die Leute das nicht so gut differenzieren kann. Und wenn ich jetzt halt meine Meinung erzähle, dann kann das sein, dass beim nächsten schon wieder ganz anders ist und für viele ist es dann aber die Meinung von allen. Mhm. Das ist ein bisschen schwierig gerade. Ja. Okay, dann muss ja auch nicht. Ich sehe schon, da ist eine kleine Zurückhaltung auch. Alle kleine, das macht ja auch nichts. Okay, trotzdem danke für die Infos. Ja, bitte. Wiedersehen. Viel Spaß. Ebenso. Ja, wir haben auch viele Leute, die es nicht verraten wollen. Das müssen wir werten als, weiß ich nicht, als... Das ist eine Wahl, das ist ganz klar eine Stimme für die Partei. Ich denke auch, ja. Es gab ja auch mal eine Nichtwählerpartei. Ja, die hat jetzt schon drei Sitze. Ja, hallo. Die müssen hinterherrennen, oder? Weiß ich ja nicht. Ja, das. Hallo, schönen guten Tag. Die sind auch wieder nur so jung. Komm, lass mal irgendwie kompetente Leute fragen. Also, wir hatten reichhaltig Themen hier gerade auf der Agenda. Du hattest auch noch was ganz, ganz Großes angesprochen. HC Strache, der große Rechtspopulist
aus Wien, aus Österreich, ist erwischt worden, wie er geheime Absprachen getroffen hat mit einer angeblichen russischen Oligarchin. Und dabei war Koks auf dem Tisch und er hat ihnen Sachen versprochen, die nicht so ganz legal sind. Ja, ich habe das Video dazu nicht gefunden. Die erste Stellungnahme dazu war, dass es voll illegal passiert, als Rechtfertigung oder was auch immer. Fand ich ganz witzig. Und man vermutet ja jetzt, dass vielleicht ein Herr Böhmermann dahinter stecken könnte, weil er irgendwie was angekündigt hat. Also er hat so ein Gronkh-Interview gemacht, hat gesagt, kann sein, dass morgen Österreich brennt. Und dann hat morgen Österreich gebrannt. Das brennt auch bis heute noch, wahrscheinlich auch bis zum heutigen Sonntag brennt es noch. Denn da ist jetzt so eine richtige Staatskrise draus geworden. Die ganze Regierung wurde quasi ausgehebelt. Es gibt Neuwahlen. Also das ist schon ein Riesending. Und das Vertrauen in die FPÖ ist vor allem gesunken. Und kurz vor der Europawahl ist das sehr, sehr schade für die FPÖ. Alle anderen denken sich, ja, endlich, toll, super. Kann man sagen, die FPÖ ist so ein bisschen die AfD von Österreich? Ja, nur dass es sie schon viel länger gibt, aber inhaltlich sind sie sich sehr nah. Okay. Und die große Debatte, die darüber hinaus geführt wird, ist ja, hey, ihr habt uns illegal gefilmt. Ist das rechtens? Natürlich ist es erstmal nicht rechtens, aber ist es gerechtfertigt, Tino? Was sagst du dazu als kleiner Stasi-Spitzel? Ich finde, wenn man damit Sachen aufdecken kann, die für die Öffentlichkeit relevant sind, finde ich es tatsächlich sehr wichtig und sehr richtig, so etwas zu tun. Und dann überwiegt ja auch irgendwie das, was der Strache da gemacht hat, als das, was, dass er gefilmt worden ist. Okay, es war jetzt nichts konkret Illegales, was in dem Video passiert ist. Es gab ja nur Absprachen, das kann man ja vielleicht machen. Aber die Absprachen waren eben nur halblegal. Und er hat versprochen, also diese Frau durfte wohl dann die Kronenzeitung aufkaufen, die man vergleichen kann mit der Bild-Zeitung bei uns. Und dafür sollte sie dann quasi Wahlwerbung machen, kostenlos für die FPÖ. Und es ist halt, und er muss wohl auch gesagt haben, dass er sich ein ähnliches Mediensystem wünscht wie in Ungarn bei Viktor Orban. Und der hat ja die Pressefreiheit sehr stark eingeschränkt. Also die eigentlichen Aufnahmen sollen ja um die 6 Stunden lang sein. Das habe ich leider nicht gesehen. Ich habe auch nur so Ausschnitte gesehen. Fand ich veröffentlicht. Ja, fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Auch so Aussagen wie irgendwie der Herr Kurz, ja, der gerade der sehr junge Kanzler, Bundespräsident, ich weiß nicht, wie es in Österreich Kanzler von Österreich ist, dass der mit minderjährigen Schwarzen irgendwie sonst so gesehen wurde oder so. Also das Video ist auch 2 Jahre alt, wurde in Ibiza aufgenommen, deswegen ist das Ibiza-Gate, glaube ich, genannt auf YouTube, auf Twitter. Auch wieder Trending-Hashtags überall. Und ja, Tino. Ach so, was ich noch sagen wollte zu dem, darf man das? Ich habe einen Kommentar gelesen, ich glaube, es war ein Zitat von irgendjemand, vielleicht Brecht oder so. Und das hieß, ne, ich kann es jetzt nicht wörtlich wiedergeben, aber wenn ein Akt die Straftat einer Regierung aufdeckt, genauso bestraft wird wie normale Verbrechen, dann wirst du von Verbrechern regiert. So ist es auch. Hat er recht, der Herr Brecht. Ja, also das ist jetzt nur aus meiner Erinnerung. Kann auch sein, dass es jemand anderes war. Aber dieses Zitat habe ich gefunden, fand ich eigentlich ganz gut. Könnte auch Hitler gewesen sein. Ja, da kann man ja auch sagen, okay, manchmal muss man ja vielleicht irgendwie so Whistleblower-mäßig, finde ich eigentlich ganz gut, ne, gegen manches Recht verstoßen, um größere Schandtaten aufzudecken. Meine Meinung. Und für mich war es auf jeden Fall interessant, weil man weiß ja im Grunde, dass solche Gespräche so und so schmutzige Deals immer mal passieren, überall. Ist ja auch egal, welche Partei das ist, aber so schwarz auf weiß vor sich zu haben, das ist dann schon doch nochmal was ganz anderes. Oder in Farbe. Ja, in ziemlich guter Farbe sogar. Ist ja auch öfter passiert. Es war ja angeblich nicht nur der Einzelfall. Das ist ja offenbar öfter passiert, dass sich da der Strache auf Ibiza mit Leuten getroffen hat. Also für mich war der größte Scheiß an dem ganzen Video. Du hörst nur immer wieder, ja, das ist eine attraktive russische Tochter von einem reichen Mann und so. Aber sie ist zensiert. Ich wollte die mal sehen. Ich wollte mich davon überzeugen, ob die wirklich so hot ist. Ist sie vielleicht gar nicht. Und fliegt das auf als Lüge. Der Typ hat nämlich gesagt, dann in einer späteren Pressemitteilung, ja, das war betrunken, ich war betrunken und ich wollte die wirklich attraktive Russin da beeindrucken, an meine Frau. Ehebruch ist ja weniger schlimm, als den Staat zu verraten. Das stimmt. Naja, ich würde sagen, wir gucken mal noch ein bisschen weiter, vielleicht haben die Leute ja auch davon gehört. Da ist noch eine große Gruppe Letztwähler vor uns. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, weil die gerade eine Touristenführung machen. Das wäre natürlich mal interessant, die alle rufen zu lassen gleichzeitig, was sie denn wählen. Oh, AfD. Nee, das ist, glaube ich, gerade keine gute Idee. Die reden gerade hier. Wir sind für Radio Lotte unterwegs und fragen die Leute, ob sie zur Europawahl gehen. Gehen sie zur Europawahl? Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich? Sehr schön. Würden Sie verraten, wen Sie wählen?
Nein, das verrate ich nicht. Sie müssen natürlich nicht. Sie müssen natürlich nicht. Das ist doch keine Mahlzeit, wenn wir Ihnen das verraten. Ne? Das ist faktisch nicht ganz korrekt, aber ich gehe dann mit. Man muss es natürlich nicht verraten. Nein, man muss es nicht verraten. Aber Sie gehen... Auf jeden Fall. Sehr gut. Muss doch was getan werden. Ja? Also sind Sie schon relativ unzufrieden gerade, oder? Nein, nicht unbedingt, aber ich... Eine Partei würde ich nie wählen, eine niemals. Das wollen Sie auch nicht verraten? Nein. Okay, danke schön. Sie ahnen es bestimmt. Ja, ich habe da so eine Ahnung. Ja, die Volt. Die Grünen. Die Volt, weil die nämlich den Wahl-O-Mat getötet hat. Ich habe eine Vermutung, ich glaube, die Menschen haben Angst. Sie sind sehr abergläubig. Sie denken, dass eine Wahl wie ein Wunsch wäre. wenn du es verrätst, geht es nicht in Erfüllung. Ja, okay, also ich glaube, solche großen Gruppen sind ein bisschen problematisch, auch schon alleine für diese Interviewsituation. Ja, wenn einer sagt, ich will die AfD, ist halt raus. Oder halt nicht. Ja. Wer AfD wählt, sagt ja konkret, ich will nur die, alle anderen sind scheiße. Und die nicht AfD wählen, sagen, ich würde alle wählen, außer diese eine. Das ist meistens die AfD. Hm. Meine Vermutung. Hast du dieses Interview von Jan Böhmermann von vor 2 oder 3 Wochen gesehen? Ja, ich habe ihn sehr genau verfolgt. Also in Österreich meine ich, ne? Genau, das ist ja sehr witzig gerade, dass er zu diesem Zeitpunkt irgendwie auf den Blick auf Österreich lenkt. Mit seiner Ausstellung, die er gemacht hat, seine Kunstgalerie. Und jetzt recht häufig im Fernsehen war in Österreich. Und er hat ja auch bei der Rumi-Verleihung ein Video mitgeschickt, wo er sagt, er kann gerade nicht kommen. Also er hätte den Preis gerne persönlich abgeholt, aber er kann nicht, weil er gerade auf Ibiza ist, rumkokst und mit russischen Oligarchen spricht. Das ist halt sehr verdächtig. Also er wusste auf jeden Fall von dem Video, aber man weiß nicht, ob er auch dahinter steckt. Ja, also der wird ja auch reichlich Kontakte haben. Also ich denke mal nicht, dass er jetzt das wirklich selbst gemacht hat. Und selbst wenn, würde er es wahrscheinlich nicht verraten, weil es ja schon trotzdem eine Straftat ist. So. Also gut, ich weiß nicht, was auf Ibiza für Gesetze gelten, aber ich glaube, auch da ist es eine Straftat. Und deswegen, ich denke, dass er es einfach nur mitbekommen hat, ist ein Echtzeitkrimi gerade hier. Auch wenn es Österreich, ja, das ist ja Österreich, ist so ein bisschen wie das Bayern von Deutschland. Und deswegen ist es eigentlich kann man das auch abkapseln und es ändert sich nichts, oder? Ich denke auch. Wenn ihr das hört, dann wisst ihr vielleicht schon mehr als wir. Denn es gibt auf einen Countdown auf Böhmermanns Website, welche abläuft an seiner nächsten Sendung am Montag oder am Mittwoch, glaube ich. Und es kann sein, dass er darauf anspielen wird. Entweder hat er echt davon gewusst oder sogar es initiiert oder er versucht es wieder wie bei diesem Marufakus-Finger, das für sich zu beanspruchen. Ja. Jan Böhmermann ist so ein bisschen wie ISIS. Jedes Mal, wenn irgendwas passiert, sagt er, ich war's. Noch eine große Sache, die diese Woche auch passiert ist, Tino. Und du bist sehr, sehr betroffen. Du hast nämlich ein Huawei-Telefon. Ja, scheiße. Was mache ich jetzt? Ja, also kurz als Abriss für Leute, die es gar nicht mitbekommen haben. Aber ich denke mal, wir haben ja nur IT-Zuhörer. Die wissen alle Bescheid. Google darf die Lizenz an Huawei nicht weiter erneuern, weil Huawei in Iran Handel treibt und deswegen von den USA als, ich glaube, sicherheitsgefährdend oder so eingestuft wird, weil man darf halt mit dem Iran so, es gibt so irgendwie Richtlinien von den USA, mit dem Iran nicht so eng zusammenarbeiten oder irgendwie sowas. Ist mir auch scheißegal, ich habe kein Huawei. Auf jeden Fall dürfen die jetzt das Android-Betriebssystem nicht weiter benutzen. Es bleibt natürlich drauf auf deinem Handy, aber es wird nicht mehr upgedatet. Und was sagst du denn dazu? Ja, das ist schlecht. Also ich dachte, es betrifft nur die neuen Handys, die jetzt rauskommen und nicht die schon im Umlauf sind, aber das heißt, ich brauche ein neues Telefon jetzt irgendwie die nächsten Monate. Ich habe Angst, dass dein Instagram nicht mehr läuft. Ich habe da noch so ein altes mit Wählscheibe. Vielleicht ist das was für dich. Ja, danke. Guck mal, da drüben sitzen noch ein paar Grünwähler. Ja. Ich habe auch gerade noch eine richtig gute Idee gehabt. Lass dann mal die Prozente callen für die Europawahl. Ja, gute Idee. Und wenn wir recht haben, dann sind wir ganz toll. Wir machen ein Tippspiel. Genau. Und wenn das veröffentlicht wird, ist ja das Ergebnis bereits schon bekannt wahrscheinlich. Ja. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ihr seht aus, als seid ihr gerade so noch nicht wahlberechtigt. Ich bin wahlberechtigt. Nice. Und der Rest auch? Nein. Okay, dann du kurz raus. Nein. An die anderen, würdet ihr gerne mit 16 schon wählen können? Ja, eigentlich schon ganz ja. Gerne. Okay, beschäftigt ihr euch auch, wenn ihr noch nicht wählen könnt, so ein bisschen mit der EU-Wahl schon? Definitiv, ja. Cool. Ist völlig anonym, also wenn ihr wollt, würde uns natürlich sehr interessieren, wen ihr wählen würdet. Ihr könnt ja eh nicht, von daher ist es ja auch egal. Ja, hast du da schon eine Entscheidung?
Also ich finde, die Grünen sind ganz gut aufgestellt bei einer Europawahl oder Volt. Die ist ja relativ unbekannt. Oh, Volt, haben wir gerade drüber gesprochen. Die haben den Wahl-O-Mat gekillt. Die haben ja geklagt. Und gestern Abend wollte ich ja nochmal draufgehen. Bupp, war er weg. Aber ist okay. Gute Wahl. Danke. Weil alle, die wir bis jetzt in eurem Alter gefragt haben, wählen tatsächlich Grünen oder würden sie wählen? Naja, also in der U18-Wahl kam ja auch raus, dass ich glaube, ich war Hessen oder so, dass 40% die Grünen gewählt haben. Ich meine, die sind ja eigentlich auch ganz gut aufgestellt deswegen. Und es passt ja gerade auch mit dem, ich sag mal, Klima ist für die halt schon wichtig und deswegen passt ja ganz gut auch zu den momentanen Situationen. Okay. Ohne dass ihr euch danach verprügelt, gibt es denn hier jemanden, der vielleicht eine andere Partei wählen würde? Das würde natürlich auch nochmal interessieren. Du bist ja wahlberechtigt. Gehst du denn wählen? Ja. Willst du uns verraten, wen? Nö. Muss auch nicht. Völlig legitim. Ja, cool. Dann bedanke ich mich erstmal für die kompetente Meinung. Wie alt bist du? 17. Krass. Also beschäftigst dich schon relativ viel damit scheinbar, oder? Ja. Cool. Du bist die Zukunft. Ihr alle natürlich auch. Gut, Dankeschön und schönen Tag noch. Danke. Ich bin sehr verblüfft. Bisher tatsächlich 100% die Grünen, beinahe, also außer die ältere Dame, die SPD wählen will, die mir sehr leid tut, aber da hören wir ja so ein bisschen, naja, habe ja gesagt, ne, wegen Senilität. Ja, du hast das mit den geistig Kranken gesagt. Ja, genau. Nein, also ich fand die schon gut, die hat echt klare Kante gezeigt so. Sie sagt ja auch, so gut, sie hat jetzt Populisten gesagt. Ja. Es gibt ja viele Populisten. Aber, ja, es kann ja vieles bedeuten. Und ihren kölnischen Singsang fand ich auch ganz schön. Weil sie auch sagte, die Braunen, ja, sie ist ein Kriegskind und sie weiß, wie es angefangen hat, so ein bisschen zumindest. Da will sie nicht mehr hin, sie will nicht nochmal Deutschland aufbauen als Trümmerfrau. So ist es. Ja, ist ganz interessant. Ich hoffe, das Wetter macht noch ein bisschen mit. Bis jetzt wirklich. Wollen wir kurz mal überlegen, wie es denn realistisch ist? Also klar, wir machen natürlich hier gerade eine wirklich repräsentative Umfrage. Ja, ja. Aber was meinst du denn, wie es denn realistisch aussieht? Wir können ja mal so die, keine Ahnung, 10 größten Parteien durchgehen, was wir so schätzen. Was sagst du denn zur CDU? Wir haben natürlich Richtlinien. Ich habe ja auch das von deinem Kollegen hier geteilt gesehen bekommen, auch ein schöner Satz. Was die Prognosen sind, wo die Partei bei 3% war. Du weißt, wovon ich spreche. Und das hat man natürlich so ein bisschen als Richtlinie. Aber wir wollen jetzt mal realistisch oder vielleicht doch sogar hoffnungsvoll daher reden. Was meinst du denn? Was macht die CDU denn gut? Die CDU, würde ich sagen, die bleiben bei ihren über 30% auf jeden Fall, weil die Leute, die schon vor Artikel 13 CDU gewählt haben, werden wieder CDU wählen, weil sie halt nichts wissen von Internet. Und ich denke, die werden maximal 2-3% einbüßen bei Wählern, die jünger sind. Ich bin da ein bisschen optimistischer für die CDU und sage 25%, weil ich das einfach möchte. Und recht, ja, aber ich bin wahrscheinlich eher bei deinem realistischen Bild. Tina! Hallo, Tina! Wir machen gerade eine Sondersendung, weil der Tino leider am Wochenende nicht da ist. Du musst das natürlich hier absolut nicht sagen, aber gehst du denn wählen? Natürlich gehe ich wählen. Ach, Tina, so kenne ich dich. Einfach verantwortungsbewusst. Hallo, gehst du wählen? Das kleine Baby geht nicht wählen, scheinbar. Jetzt habe ich natürlich deinen Namen verraten, aber hast du eine Idee, wen du wählst? Ja, alle nur nicht die AfD. Oh, das sagen einige heute. Ob es nun sehr junge Leute sind oder sehr alte. Das habe ich, aber ich glaube, das ist sehr privat. Okay, sorry, jetzt ist Tinos Witz untergegangen. Man nicht. Ja, das stimmt schon. Du musst es natürlich auch nicht sagen. Tinos Witz war, wenn du alle wählst, außer die AfD, ist deine Stimme leider ungültig. Der war gut. Ja, nice. Wir machen nämlich gerade hier so ein bisschen... ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher tatsächlich. Ja. Mein Wahl-O-Mat fand ich ganz gut. Der hat die Partei ergeben, wo ich echt am Überlegen bin, ob ich die unterstützen will. Ja, dann hatten wir tatsächlich auch in der engeren Auswahl. Vor allem... Ich darf dir ja keinen Namen nennen. Mein Lebensabschnittsgefährte, der hat auch gesagt, die Partei, die hat immer recht, die ist gut. Ja, sehr gut. Ja, nee, das ist auf jeden Fall so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Also ihr macht halt so ein bisschen viel Spaß, aber ich finde, bei die Partei sind schon sehr intelligente Leute. Das ist so das Ding. Ich weiß nicht, ob sie das wieder alles umgesetzt bekommen, ne? Mit was sie so werben. Das ist jetzt wieder die Sache, aber ich glaube, danach kann man nicht gehen. Klare Antwort, ja. Alles klar, dann machen wir das. Gut, wir machen auch mal noch weiter. Wir müssen nämlich noch ein bisschen Sendung füllen. Ja, wir müssen noch ein bisschen braune Scheiße in die Windel. Braune Scheiße ist ein gutes Stichwort. Reden wir weiter über Politik. Tschüss.
Ja, sie ist sehr gut. Aber sie sollte halt nicht alle wählen, das wäre nicht gut. Ja, jetzt habe ich natürlich hier ne, den Wortwitz gehuldigt und von brauner Scheiße geredet. Eigentlich bin ich ja so gar nicht. Ich sage ja nicht, ich bin ja nicht so einer, ich sage ja nicht hier alles sind Nazis. Aber es zeichnet sich schon eine klare Tendenz ab. Also ich würde sagen, die AfD kriegt 0%, oder? Ja, ich denke auch. Ja, also, oh, was sind da hinten für Leute? Meinst du, die haben Wahlrecht in Deutschland? Das sind entweder Geflüchtete oder das sind Touristen. Noch Flüchtende? Die haben noch so ein bisschen mehr, ein bisschen Salzwasser im Gesicht, habe ich das Gefühl. Ich denke auch. Ja, wir können ja mal fragen, ob die hier in Deutschland Wahlrecht haben. Also haben sie meistens nicht. Also die müssten... Jetzt bist du rassistisch. Vielleicht wohnen die halt einfach hier. Die haben einfach nur ein anderes Aussehen. Es sind ja gerade sehr viele auf einem Punkt. Also ich denke schon, dass das... Ja, ich weiß es nicht. Also ich vermute es mal. Die sind ja vor der Touristinformation. Es sind Touristen wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Wollen wir fragen? Vielleicht sind das ja Touristen aus Berlin. Ah, ja. Ich bin gerade mega unsicher, ob wir fragen sollten. Warum? Ist doch völlig ja. Ja. Hallo, Entschuldigung, ganz kurze Frage. Ihr from Germany? Aus Deutschland? No, I'm not speaking English. Ah, where are you from? France. Ah, France. France, ah. Nice. You're going to vote in France? The European Union? No, not speaking English. You're speaking France. Oh. We don't. Petit beat. Schön petit bit. Sorry. Is an interview? Sorry. Yes, okay. Interview, yeah. Just for radio. Completely anonymous. About what? About the elections from Europe. Election from Europe. Yeah. Are you going to vote? Nein. Am ist eine Gelegenheit. Ich glaube, die müssen gerade aufmerksam sein. Okay. Have a nice day. Thank you. Okay. Nice. Die müssen gerade zuhören irgendwo. Die haben auch so Stöpsel im Ohr gehabt. So. Das war sehr unangenehm. Tino hasst Muslime und sagt, Franzosen kommen übers Mittelmeer her. Ja, hätte sein können, keine Ahnung. Ja, also, ja, hätte sein können, das stimmt schon. Es sah ein bisschen so aus, als wäre das hier so eine Gruppe, aber warum sollten die denn hier irgendwie aus Afrika mal für eine Woche nach Weimar und dann wieder zurück, oder? Ja, Touristen, es kann doch sein, dass die Menschen aus aller Welt kommen. Weimar ist sehr beliebt. Und wenn Sie sich interessieren für Kultur und für Literatur, könnten Sie doch mal kommen aus Ghana, mal für eine Woche oder zwei. Ja, ich habe leider nicht so viel verstanden, was da jetzt gesagt wurde, aber naja. Sie gehen nicht wählen auf jeden Fall. Also der eine zumindest nicht. Er sagt, er geht nicht wählen. Gut, ansonsten ist die Woche doch noch einiges passiert. Wir erinnern uns, wir im Brennpunkt Internet klären natürlich auf. So, und in Folge 10 haben wir ein großes bisschen über Neuseeland gesprochen, Christchurch und so weiter. Und daraufhin hat der, wie du dich vielleicht erinnerst, ein Politiker ganz viel Scheiße erzählt, dass die Muslime selbst daran schuld sind, dass sie gestorben sind. Und ich war es nicht übrigens, ich war es nicht. Ausnahmsweise war es Tino mal nicht, wenn es um Disrespect against Muslims geht. Nein, es war, ich will ihn auch gar nicht namentlich nennen, der ist jetzt nämlich aus dem Amt gewählt worden. Das ist derselbe Herr, der von Eggboy ein Ei auf den Kopf bekommen hat. Ah ja, den kenne ich. Ein australischer Politiker, der jetzt kein australischer Politiker ist. Ich sehe gerade, hier geht nicht so viel, wo wir gerade hingehen, aber wir können ja ein bisschen Zeit totschlagen. Und ich finde das sehr schön, dass dann doch die Demokratie gesagt hat, okay, ganz so hart populistische Sachen wollen wir dann doch nicht. Da siehst du aber wieder, dass solche Geschehnisse wie einem Politiker ein Ei vom Kopf hauen, dass es vielleicht nicht demokratisch korrekt ist, ja, es ist ja auch ein Angriff irgendwie, aber dass so eine Aktion auch Aufmerksamkeit auf eine Sache lenkt und deswegen finde ich, ist es auch gerechtfertigt, in einer Demokratie auch mal Grenzen zu überschreiten. Und ja, ich fand es halt von Anfang an gut und dieses Geheule, ja, man kann keinen Menschen angreifen und ein Ei vor den Kopf hauen. Doch, kann man. Es ist sogar sehr einfach und es ist manchmal auch sehr wichtig. Einen Menschen umbringen ist auch sehr einfach. Ja, aber ich verstehe absolut, was du meinst. Ich sage das nämlich bei meinen ganzen Tinder-Dates auch immer. Ich will hier gerade eine Message rüberbringen, wenn ich ihr meine Eier auf den Kopf lege. Ja, genau, genau. Ja, also wundervolles kleines Nüschen zwischendurch. Wir schauen mal, dass wir noch ein paar Leute finden. Eventuell jetzt mal so Mittelalte irgendwie. Die hatten wir noch gar nicht so. Die im besten Alter sind. Na, ich meine, noch nicht Menopause-Frauen, sondern so ein bisschen, weiß ich nicht, so um die 40 hatten wir noch gar nicht. Oder 30, 40. Und selbst Studenten hatten wir noch gar nicht. Die sind hier gerade nicht unterwegs. Die schlafen noch. Es ist ja auch Dienstag morgen und da schlafen alle noch.
Aber wir haben auch nur noch 15 Minuten. Zum Thema Wählen übrigens auch. Der Eurovision Song Contest war letzten Samstag. Und hast du ihn verfolgt? Nein. Ach, schade. Du hast viel verpasst. Es war sehr lustig. Es gab sehr viele gute Beiträge, außer den Deutschen. Und wir haben auch wieder abgelost. Wir haben auch vom Publikum 0 Punkte bekommen. Aber von der Jury immerhin irgendwas mit 30 Punkten. Und der Sieger war sehr langweilig, so ein Holländer. Wie jedes Jahr eigentlich. Ich weiß nicht, warum ich es jedes Jahr wieder schaue, aber ich möchte gerne sehen, was die anderen Staaten und Länder so anbieten. Also mich reizt das trotzdem total, auch wenn wir immer verlieren. Jetzt stehe ich hier gerade vor dem Wahlplakat von dem Herrn, den ich letzten Podcast kritisiert habe. Ich kriege schon wieder so ein kleines bisschen Breche im Mundbereich. Ja, der Song ist echt sehr beliebig und sehr langweilig. Hast du ihn diesmal gehört, ja, zu Recherchegründen. Wundervoll. Dann lass uns ganz schnell hier weggehen, bevor ich hier noch so ein bisschen hinmache. Vielleicht da hinten diese Leute, die wollen natürlich gerade in Ruhe essen. Nee, warte mal, die kenne ich. Wir können nicht hier ständig irgendwelche Leute reinholen, die ich dann kenne. Und die dann hier öffentlich Stellung beziehen und dann hinterher aufs Maul kriegen. Das geht schon mal. Hallo. Ja, also, ja. Für Tina ist es okay. Gut, dann... Die alle wählen will. Alle wählen. Dann noch eine Sache, die relativ große Wellen geschlagen hat. Also ich habe das Foto gesehen, es wurde relativ viel geteilt. Ein Wahlplakat von der AfD. Keinen Cent für politisch motivierte Kunst. Was hältst du davon? Kunst ist doch immer irgendwie politisch, ja, und hat immer eine Aussage. Es kann sozialkritisch sein oder auch konkret gegen politische Strömungen. Und daran erkennt man mal wieder, dass die AfD doch sehr braun ist und sehr nationalistisch und gegen das Grundgesetz agieren möchte. Nicht nur Religionsfreiheit oder Asylrecht abschaffen, auch Kunstfreiheit. Und sie stellen sich halt immer hin und behaupten, sie wären die Grundgesetzpartei. Das passt halt nicht zusammen irgendwie. Naja, Tino, da werde ich jetzt nochmal die Gegenmeinung geben. Denn man kann das ja auch andersrum auslegen, wenn man sagt, keine politisch motivierte Kunst, dann wird dann auch sowas wie Rechtsrock verboten quasi, weil das ist ja Kunst, die politisch motiviert ist, beziehungsweise soll ja auch nicht verboten werden, es steht ja da kein Cent für, dass es einfach nicht unterstützt werden soll. Aber es ist trotzdem eine Diskriminierung solcher Kunst, eine Art Zensur. Ich habe nur versucht, eine Gegenmeinung zu offerieren, lieber Tino. Da musst du mir jetzt nicht schon wieder... Ich muss aber auch sagen, Rechtsrock ist ja Kunst. Aus anderen Gründen verbotenswert. Wegen Volksverhetzung und wegen Rassismus. Ach so, war das Mist. Und Demokratiefeindlichkeit, ja. Ja, wir können ja jetzt hier nochmal fragen vielleicht. Oder hatten wir die schon? Ich weiß es gar nicht. Ja, es sind schon sehr junge Leute. Keine Studis, ey. Ihr müsst mal früher aufstehen. Später meinst du? Wir müssen später aufstehen, um Studenten zu finden. Ach so, wir müssen später aufstehen und die früher. Ach so, schneiden wir raus. Wir haben aneinander vorbeigeredet. Nein, wir haben doch beschlossen, dass so schlechte Gags drin bleiben. Stimmt. Das macht uns ja auch menschlich, letztendlich. Oder so. Sonst noch große Sachen die Woche passiert? Ich meine, es ist ja erst Dienstag, / Sonntag. Das Rammstein-Album ist draußen. Hast du es gehört? Nein. Schade. Gut, nächstes Thema. Nein, hast du es denn gehört? Ja, natürlich. Ich bin ja ein großer Rammstein-Fan. Sie haben textlich nachgelassen, aber musikalisch sind sie, finde ich, zumindest besser geworden. Also textlich nachgelassen, okay. Also die großen Lyriker habe ich da jetzt noch nie gesehen, muss ich sagen. Aber... Ja, doch schon. Du hast mich gefragt und ich habe nichts gesagt. Es ist Goethe. Große Lyrik. Aber jetzt so, die neuen Texte sind halt sehr beliebig und da fehlt manchmal so ein bisschen die zweite Ebene irgendwie oder die dritte Ebene. Meine Meinung. Tino wünscht sich ein Fass mit 38 Böden. Hallo? Hallo, guckt ihr uns so fröhlich an, weil wir euch schon hatten und nichts vergessen haben oder weil wir doch mal mit euch reden sollen? Hallo, schönen guten Tag, wir sind wegen der Europawahl unterwegs. Dürft ihr denn schon wählen? Nein. Würdet ihr gerne leider nein, sagst du, ein Wahlrecht ab 16 würdest du befürworten? Auf jeden Fall. Und wenn du wählen könntest, wen würdest du wählen? Du musst es natürlich nicht verraten, aber es ist auch völlig anonym. Nee, ich würde es nicht verraten wollen. Okay, aber ihr könnt ja beide sagen, was euch so wichtig wäre. Also wichtig wäre uns auf jeden Fall Gleichberechtigung, auch für Frauen besonders. Und da habe ich gehört im Fernsehen, dass die Grüne sich dafür sehr einsetzt, Gleichberechtigung bei Frauen, auch im Parlament allgemein, weil da die Frauen immer noch in der Minderheit sind. Okay, und du?
Ich habe mich jetzt nicht so damit beschäftigt. Ist ja okay, du hast ja noch kein Wahlrecht, da ist es ja jetzt nicht so tragisch, wenn du dich nicht auskennst. Okay, also bist du auch für Frauenquoten zum Beispiel? Auf jeden Fall, ja. Okay, da gibt es auch einen großen Disput zwischen uns beiden. Tino ist sehr pro und ich bin eher so kontra. Wenn ich sage, und vielleicht kannst du das nachvollziehen, dann kann ja Tino auch nochmal was sagen. Ich sage, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt hier diese 10 Leute, nehmen diese 5 Frauen, weil sie Frauen sind, dann ist das aus meiner Sicht ja gerade erst recht sexistisch, weil dann bist du nicht wegen deiner Qualität, sondern wegen deinem Geschlecht reingewählt worden. Das ist halt für mich so ein Punkt, wo ich sage, das zerstört ein bisschen das, was es eigentlich denkt zu verbessern. Ja, ich habe gehört, dass aber viele ältere Politiker besonders immer noch der Meinung sind, dass Frauen einfach in der Politik nichts zu suchen haben. Und da sehe ich es als gerechtfertigt, wenn Frauen genauso vertreten sein dürfen wie Männer. Ja, da hast du, Tino, glaube ich, auch gesagt, dass es eigentlich ganz gut wäre, so zum Überbrücken, dass man das erstmal macht und das dann wieder lockert, wenn sich quasi die Gesellschaft dran gewöhnt hat. Da gehe ich dann auch noch eher mit auf jeden Fall. Vielleicht willst du nochmal? Ja, genau das. War schön, mit dir zu sprechen. Ja, cool, aber du bist ja doch dann relativ informiert, obwohl du noch nicht wählen kannst. Schöne Sache. Ja, Politikunterricht in der Schule bringt Zeit. Ah, okay. Heißt es direkt bei euch Politik? Ja, Politikwissenschaft. Okay, krass, weil wir hatten nur Sozialkunde. Sozialkunde. Ja. Ja, gut. Dankeschön. Gerne. Schönen Tag noch. Gleichfalls. Ja. Tschüss. Gut, dann hier nochmal, nee, das ist wieder eine Touristengruppe. Diese Frau da vielleicht? Ich finde es immer schwierig, so Menschen zu befragen, die gerade irgendwo sitzen, also in Cafés sitzen und ihre Ruhe haben wollen. Ich bin eher für die Menschen, die auf einer Bank sitzen und ihre Ruhe haben wollen. Weil ich finde, so ein Café ist ein geschützter Raum, so ein bisschen. Hast du was gerade von Bank gesagt? Kann ich nochmal einen reinschieben? That's what she said. Trump und, fuck, wer war es denn noch? 2 Leute haben verdächtige finanzielle Aktivitäten gehabt, sagt die Deutsche Bank. Aber wird nicht Trump jedes Mal freigesprochen von solchen komischen Sachen? Ja, das mag schon sein. Aber auch das war diese Woche eine relativ große Headline, dass es da wohl auch Geldbetrug gab, natürlich wieder Richtung Russland und so. Das wird noch untersucht. Na gut, vielleicht mittlerweile am Sonntag ist es raus. Wir werden da mal dranbleiben. Also spätestens im nächsten Brennpunkt können wir euch sagen, ob Trump sich einen Vorrat an Matroschkas gekauft hat oder was denn da schon wieder passiert ist. Was wäre vor allem passiert, wenn nicht Strache, sondern Trump erwischt worden wäre, wie er mit russischen Oligarchen spricht und rumkokst? Nichts. Wahrscheinlich. Hallo Radio Lotte, ja. Hallo. Fake News, hätten die gesagt. Wir haben viele junge Fans hier auf der Straße, muss man auch mal so sagen. Wir werden hier ständig erkannt, müssen Fotos machen, abbrechen und Autogramme geben, wie es halt so ist. Man hat es nicht leicht. Die Leute hören deine Stimme auf der Straße auf einmal, ne? Die Frauen ziehen so eine Spur hinter sich her, die Männer werden aggressiv, weil sie denken, warum sind wir nicht so geil wie die? Ja, so ist also es ist wirklich ganz anstrengend. Ich dachte vorhin, der Junge wäre... Der eine. Nenn mal hier noch mehr Namen. Ah, das ist ja echt so, ne? Das ist ja kein. Das ist dein Nachname. Dann bitte einmal zensieren. Danke, Robin aus dem Schnitt. Aber liebe Grüße gehen raus an unsere Fans. Auch die ganz Kleinen. Ja. Gut. Da hinten, die sehen alle nicht wahlberechtigt aus. Wir können ja hier nochmal fragen. Hallo, schönen guten Tag. Völlig anonyme Umfrage, Sie müssen ja auch nichts sagen, aber gehen Sie denn wählen zur Europawahl? Ich denke ja nicht dran. Sie denken nicht dran? Nee, das ist vorbei. Das ist ja auch mal eine interessante Meinung, das haben wir heute noch gar nicht gehört. Um nicht sagen zu dürfen, ich gehe nicht mehr, das sind alle für mich verrückt. Okay. Aber ich würde noch mal nachfragen, Sie gehen nicht wählen, weil Sie sagen, die sind alle verrückt. Heißt... Natürlich im übertragenen Sinne. Natürlich, aber... Die bringen alle nicht. Wer soll was verbessern? Jeder verspricht und es wird sich dir halten. Und dann ist, also für mich ist das Quatsch. Ich gehe nicht mehr. Ich bin im Alter, wo ich sage, jetzt ist Schluss. Okay, also sind Sie schon unzufrieden oder sagen Sie, naja, es geht? Ich fühle mich sehr zufrieden, aber für viele, die vor allem die arbeiten, die haben in diesem Staat, ich möchte jetzt nicht ordinieren, aber diese Karte, diese bewusste, ist meine Meinung. Also die tun mir leid. Ich habe ausgesorgt. Ich bin Witwe, ich bin jetzt so gesehen. Gut. Also. Okay, naja, gut. Also muss man sagen, hier, das sind ja nur andere, die arbeitslos sind und so weiter. Aber die arbeiten, tun mir persönlich mehr leid. Und da wird zu wenig drauf achten. Dann würde ich natürlich an der Stelle fragen, haben Sie denn Kinder oder Enkel, die vielleicht arbeiten? Sehr gut. Ja, aber vielleicht wäre es ja für die interessant, dass sie im
stellvertretend für die jemanden wählen, wo sie sagen, okay, das könnte sein, dass es dann denen besser geht? Ja, die meinen Kindern geht's gut. Die kann ich, mein Sohn ist Beamter, also da kann ich nicht sagen, das ist alles okay. Also davon, nee, bloß generell die arbeiten, ja. Sei es hier im Hotelgewerbe oder im Handel oder wo auch immer, die haben es, die geht's schlecht. Also nicht die arbeitslos sind, die stelle ich damit nicht auf jede Stufe. Okay, auf jeden Fall auch mal eine interessante Meinung. Danke dafür. Aber gerne. Tschüss. Schön. So, Tino, wie stehst du denn zu Nichtwählern? Da bin ich eher negativ eingestellt. Man könnte jetzt sagen, gut, dass eher die Älteren nicht wählen gehen, weil es gibt ja von denen so viele und die wählen ja auch meistens eher konservativ. Aber ich finde, dass wenn man nicht wählen geht, dass es so eine verschenkte Stimme ist irgendwie. Also man kann ja auch sagen, okay, ich setze mich gegen Populismus ein und gegen rechte Strömungen und gehe nur deswegen wählen. Man kann ja dann irgendeine Partei ankreuzen, die entweder nichts kaputt macht oder die nicht an die Macht kommt. Aber gar nicht wählen gehen ist so ein bisschen irgendwie, man steckt dann irgendwie die anderen Parteien, die man vielleicht nicht gut findet. Deswegen sage ich zu allen Leuten immer, geht wählen, auch wenn ihr jetzt keine Partei richtig geil findet, aber nehmt doch die Partei einfach, die euch am wenigsten nervt oder die ihr am wenigsten schlimm findet. Und ja, meine Meinung. Also deswegen habe ich ja auch die nette Frau versucht, irgendwie über ihre Kinder vielleicht zum Wählen zu bringen. Muss aber auch sagen, gerade bei ihr war jetzt der einzige Fall, wo ich sagen würde, das kann ich nachvollziehen, weil sie sagt, sie ist zufrieden, ihre Verwandtschaft ist zufrieden sozusagen. Ich finde es sehr problematisch, wenn man sagt, oh ja, ist alles scheiße und dann nicht wählen geht, weil das, also wenn man nicht wählen geht, macht man auf jeden Fall noch weniger Impact auf die Politik, als wenn man wählen geht. Und also es wird sich halt nichts ändern und es wird sich noch weniger ändern, wenn man nicht wählen geht. Ich finde es halt sehr egoistisch von ihr. Also gerade wenn sie sagt, ihr geht's gut, toll, dann muss ich ja nicht mehr wählen gehen. Ich bin schon sehr alt, ich lebe vielleicht noch nicht mehr so lange, dass es mich betrifft. Aber ich finde, wenn man irgendwie so ein Stück Empathie hat und an die anderen denkt, auch an die eigenen Kinder, sollte man schon wählen gehen, finde ich. Ja, naja. Übrigens ein Mensch vom Bürgerbündnis gegen Rechts. Willst du den fragen, wen er wählen geht, oder? Weiß ich nicht, der ist gerade im Gespräch, vielleicht lieber nicht. Hallo? Gut, vielleicht kriegen wir noch mal ein paar Leute hier vor die Linse. Wir sind jetzt wieder zurück, wo wir angefangen haben, auf dem wunderschönen Theaterplatz. Das ist auch ein schönes Sinnbild. Auf dem Theaterplatz ist richtig viel los. Da, wo wir vorhin waren, auf dem Platz der Demokratie, da war nichts los. Kannst du mal sehen, also die Kultur ist stärker vertreten, straßentechnisch, als die Politik, was schade sein kann. Nun gut, also an dieser Stelle kann man wohl auch nochmal einen kleinen Appell machen. Leute, geht bitte wählen, wie Tino gesagt hat. Wählt doch die Partei, die euch am wenigsten auf den Sack geht, oder die Partei, von der ihr am wenigsten denkt, dass sie ihre Wahlversprechen bricht. Mit Betonung auf, wählt die Partei, die euch am wenigsten nervt. Also ich glaube, warum auch so viele junge Leute die Grünen wählen, es ist ja weniger, dass sie sich jetzt wirklich komplett, weil wer macht das denn schon, das komplette Wahlprogramm durchlesen, sondern einfach, weil es ein Statement ist, wie auch damals vor zig Jahren ganz viele Leute die Piraten gewählt haben, einfach um ein Statement zu setzen. Und wie vielleicht auch viele die AfD wählen, um ein Statement zu setzen, weil sie halt irgendwie unzufrieden sind, nicht ganz fassen können, warum das so ist. Aber ich glaube, dass dadurch gerade so Leute wie die Grünen großen Aufwind erfahren. Es gibt ja einen großen Unterschied, ja, wenn man jetzt Protest wählt, wenn man die Piraten Protest gewählt hat, dann im schlimmsten Fall wären die halt in die Opposition gekommen mit ihren 11%, die sie teilweise hatten. Und da war ja die Aussage, Leute, macht mal Internet so und macht mal mehr Online-Freiheit und macht mal Gesetze. Wenn man die Partei wählt, ist es so ein bisschen so, ja, wir geben einer Partei die Stimme, die aus Satirikern besteht und die ja auch nicht wirklich Einfluss oder Macht ausüben. Aber so eine AfD zu wählen oder früher auch die Republikaner oder die NPD, das ist schon eher problematisch, weil die dann auch von anderen gewählt werden, die das ernst meinen. Und dann wachst du halt in einer Diktatur auf oder in einem System, was dir nicht so gut gefällt. Und dann sitzt du dann irgendwie da und denkst dir, oh, ich habe die aus Protest gewählt, jetzt sind sie an der Macht. Das ist eher schlecht. Deswegen, wenn ihr Protest wählt, dann tut es klug und so, dass es keinem schadet, sondern eher was nützt. So aus meiner persönlichen Ansicht. Es muss ja nicht die Partei sein, aber es gibt ja noch andere Piraten, weiß ich nicht. Wenn ihr euch unschlüssig seid, könnt ihr einfach den Wahlomat... Oh, warte mal. Danke, Volt. Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind völlig anonym unterwegs und fragen Leute zur Europawahl. Gehen Sie denn wählen? Ja.
Das finde ich erstmal gut. Wir hatten eben auch eine Person, die sagt, nö, keine Lust mehr, mich damit zu beschäftigen. Ist natürlich anonym, aber Sie müssen auch nicht sagen, wen Sie denn wählen. Ich bin Sozialdemokrat. Ah, okay. Selbst in der Partei? Nein. Okay, gut. Das ist ja erstmal interessant. Können Sie vielleicht noch sagen, was für Sie das Wichtigste ist jetzt irgendwie, was Ihnen besonders am Herzen liegt oder? Nein, eigentlich nicht. Also was macht denn die SPD für Sie wählbar? Da ich aus Brandenburg komme und das Land von der SPD ja regiert wird, bin ich seitdem ich wahlberechtigt bin, SPD-Wähler, weil ich damit zufrieden bin mit der Landesregierung von Brandenburg. Okay, und hier geht es ja jetzt in erster Linie um Europa. Sie sind auch schon pro Europa? Ja, auf jeden Fall, ja. Okay. Ja, ist ja auch eine gute, legitime Meinung. Hatten wir bis jetzt noch nicht so oft. Wir haben aber festgestellt, dass sehr junge Leute die Grünen wählen. Das ist für Sie überhaupt keine Option? Nein, auf gar keinen Fall. Das ist genauso eine Option nicht wie die AfD zu wählen. Das haben wir auch schon öfter gehört. Also sehr interessant. Wir können dann mal einen Abriss machen und wir machen eine voll repräsentative Umfrage, wie es dann in der Europawahl aussehen wird. Okay, also auch Sie zeigen klare Kante. Finde ich gut. Danke für die Offenheit. Ja, bitteschön. Tschüss. Wir hatten ja angefangen vorhin mit den Prognosen, ne? Ach ja, die müssen wir natürlich noch zu Ende machen und die Woche bewerten, auch wenn die Woche etwas kürzer für uns in dem Fall war. Als nächstes hätten wir die SPD. Die werden, ich denke mal, wieder bei, weiß nicht, 15% werden die landen, die SPD. Die haben ganz schön krass verloren an Vertrauen bei den Wählern. Dann sage ich 14, einfach aus Prinzip. Ich muss unter dir sein. Wie jeden Abend unter mir. Die nächstgrößten wären so die grüne, linke AfD. Also die AfD wird sich wahrscheinlich so bei 12% bewegen. Wieder 13. Ich glaube nicht, dass es mehr wird. Obwohl, inzwischen, ich sag 12% AfD. Dann sage ich 13 in dem Fall. Die Leute denken bestimmt, es schlägt bald 13. In dem Fall bin ich nicht optimistischer. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie noch mal ein bisschen Aufwind bekommen haben. Ich sehe auch immer wieder, wenn so Politiker im Interview sind bei irgendwelchen YouTube-Kanälen, die AfD ist halt einfach, selbst Leute, die sie nicht wählen, klicken halt dann auf solche Videos, weil es sie dann doch interessiert und dadurch werden die halt immer weiter gepusht und deswegen denke ich schon, dass sie noch mal ein Stück Aufwind bekommen haben. Wie auch die Grünen einen Aufwind erleben werden durch diese ganzen Fridays for Future-Geschichten. Ich würde bei denen mit 16% rechnen, bei den Grünen. Also ohne jetzt zu beachten, dass wir auf 100% kommen, keine Ahnung. Ja, stimmt. Aber 16% die Grünen. Ja, wir können ja nicht überall recht haben. Wir sind ja allwissend, aber überall, komm. Gut, 16 klingt in dem Fall... Also ich halte mich jetzt, ich gehe auf 17. Weil guck mal, wie viele jetzt... Gut, das sind die 16-Jährigen, aber immerhin gibt es ja irgendwie drei Länder, wo 16-Jährige schon wählen dürfen in Europa. Von daher, ich kann mir schon vorstellen, dass sie auch nochmal Aufwind bekommen, aber... Ich weiß es nicht. Gut, die Linke. Die Linke, ja, werden so 9% bekommen, denke ich mal. Die sind jetzt gerade nicht so im Fokus der Leute, leider. Leider? Bist du da voreingenommen? Sagst du, die Linke ist gut? Ich bin schon ein linken Sympathisant. Ich habe sie jetzt auch nicht gewählt zur Europawahl. Ich habe ja schon Briefwahl gemacht, aber ich finde sie jetzt eine bessere Alternative als irgendwie SPD oder so. Ist ja vielleicht doch interessant für die Leute, die sagen, die AfD geht gar nicht, um da so ein relativ harten Kontrastandpunkt zu haben vielleicht. Was hast du gesagt? 9%? 9%. Na, dann sage ich 10, weil es glatt ist. relevant wäre noch die Partei, also da gehe ich mal von 2,5% aus. 3. Ich gebe euch die 3. Ah, ich hoffe es. Also ich wünsche es der Frau Bombe sehr, sehr doll, aber ich denke, es wird nur 2,5 werden und sie wird knapp scheitern, aber wenigstens Sonneborn Semsrott werden reingewählt werden, auf jeden Fall. Hatten wir jetzt noch irgendwie eine Partei nicht, also die Volt, vielleicht Volt? Ich denke mal so 2% kriegen die auch. 2% und hatten wir nicht? Ich irgendeine? Freie Wähler gäbe es noch, aber die werden auch nur wieder 1% kriegen, maximal 0,6. Aber das waren ja alle relevanten Parteien, wenn ich mich jetzt nicht täusche. FDP, ganz genau, das meinte ich. Ja, 8% FDP, 8%. Ich gebe denen 7. Ja. Weil guck mal, wir haben die gerade vergessen. Ja, so wird es vielen im Wahllokal gehen. Ach komm, 80% FDP, komm. Gut, ansonsten müssen wir, glaube ich, auch langsam zum Schluss kommen und die Loche ist ein bisschen Revue passieren lassen. Was gibst du der Woche für eine Bewertung? Es ist ja echt wenig Zeit, aber durch die Strache-Geschichte
das ist für mich schon, also für mich persönlich relevanter als ein Amoklauf, wenn, so, wenn sowas passiert, wenn eine Regierung aufgelöst wird. Ist ja so ein bisschen Amoklauf gewesen, ne? Ja. Unfreiwilliger. Politisch. Ja, fand ich auch recht brisant. Ist natürlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz klar, was da alles draus entsteht, aber dadurch, dass Österreich gerade echt irgendwie einmal quer auf den Kopf gestellt wurde, ist das schon fast eine 8 wert, oder? Ich sag auch 8 Punkte, ja, auf jeden Fall, mindestens. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir uns sofort einig sind bei der Wertung. Das stimmt. Schön, das freut mich. Na gut, dann gehen wir zurück ins Studio. Wir können natürlich euch empfehlen, uns auf Spotify zu hören, uns mal wieder zu kaufen. Brennpunkt Hörerwunsch, 20 Euro auf PayPal. Der Link ist in der Videobeschreibung auf dem YouTube-Kanal. Dann reden wir eine Stunde über euer Thema. Das nächste Mal sind wir natürlich wieder aus dem Studio zu hören. Da ist dann aber Folge 20 und vielleicht machen wir da unsere... Special. Macht doch einen Vorschlag in die Kommentare, was wir tun sollen. Wenn etwas Besseres kommt, machen wir das. Ansonsten machen wir definitiv, würde ich sagen, Anglizismen sind verboten. Okay, gerne. Gut. Das Cool habe ich schon fast nicht mehr gehört, denn die Musik ist so laut. Ah! Oh nein! In der Öffentlichkeit auch noch. Wir kriegen gleich Ärger. Ich hab mich.